Okay, ich bin live. Kannst du mir das mal kurz abbauen da? Das da oben, da kannst du da drehen. Also, darf ich von jedem noch den Ausweis rausschauen? Sie nur Ausweiskontrollen machen. Mhm. Und wenn das gut ist, dann können wir weiterfahren, hat es geheißen. Sehr gut. Kannst du das so halten? Ich suche schnell. Ja, wunderbar, wunderbar. Perfekt. Also, ich tue noch mal zuerst alle sammeln. So, nein, Cheyenne, so. Geh du wieder hinterher. Ja, Cheyenne auch, der noch. Die da, die geht nicht, die geht nicht. Die geht eben leider nicht auf, die ist kaputt. Entschuldigung. Wie viele Leute sind wir im Bus? 9 und 2 Hunde. 9 und 2 Hunde. Ganz ruhig. Genau. Wo ist mein Pass? So viel Kärtchen und doch kein. Da ist es doch. Warte, ich muss alle mir geben. Jawohl. Ja. Ausweis. Ist die auch noch. So, habe ich jetzt von jedem Ausweis. Danke. Darf ich Ihnen den gerade so an die Hand probieren? Wunderbar. Liebe Freunde von Wissensgeist, wir wurden gerade aufgehalten von der Polizei, machen gerade, das ist schon eine Kontrolle, Krigi? Ja, was für eine große, was genau für eine Kontrolle, weiß ich auch nicht. Es ist jetzt sicher einmal eine Personenkontrolle und geheißen hat, dass wir jetzt, wenn das alles okay geht, dann können weiterfahren. Und unsere Wege gehen, das werden wir dann aber sehen, ob das tatsächlich so ist oder nicht. Gut. So, ich lasse euch noch kurz noch live. Ich kann jetzt noch nicht so viel sagen. Ich bin unterwegs mit der Sabine Seibold und mit den Freiheitsträglern und später werden wir noch etwas Genaues dazu sagen, liebe Freunde. Ich schalte euch nochmal nach vorne. Noch kurz zur Info. Also, Sie haben auch gewusst, dass wir. Ja, hoi. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade Telefon. Also, wir sind jetzt noch kurz in eine Polizeikontrolle gekommen. Wenn alles gut läuft, kommen wir weg. Liliano wird dir nachher dann sofort wieder ein Telefon geben, wenn wir können weiterfahren können. Ist das gut? Also, danke dir. Tschüss. Ich gebe das gerade mal so über, dass es so ist. Also, ja, jetzt halt nicht gerade. Kannst du noch mal mich rasch nehmen? So, jetzt bin ich noch mal rasch da. Also, Sie haben auch gewusst, dass wir hier oben beim, im Restaurant, wo sind wir ganz genau gewesen? Wie hat das geheißen? Weisshorn. Im Weisshorn gewesen sind, also das haben Sie auch schon gewusst. Sie haben anscheinend in dem Fall auch schon gewusst, dass wir unterwegs sind und ja, da bekommen. Also, Sie sind informiert gewesen. Das mal noch so kurz zur Info. Wie kann denn das sein, dass Sie jetzt so schnell hier waren? Oh, ja, sein, eben, das sind, unsicht, sie sind. Oder aus welchem Grund? Ja, ich denke jetzt einmal, sie sind auch nicht mehr auf die Nuss gefallen. Sie sind auch relativ schnell im Handeln. Und ich denke jetzt, sie haben jetzt tatsächlich wirklich auf uns gewartet. Da. Und ja, wir werden jetzt sehen, was wirklich Sache ist. Er hat gesagt, sie wollen jetzt das ganz unkompliziert machen, die Ausweise von jedem sehen. Das eigentlich auch nur zur Aufnahme, dass sie wissen, wer da dabei ist und dass wir da auch wieder irgendwo in eine Datenbank hineinkommen. Das ist aber auch eine Annahme, die ich jetzt mache, die ich jetzt habe, die für mich aber relativ klar ist, dass das so ist. Gut. Meine Freunde, jetzt warten wir noch mal kurz ab. Zielindrig ist was genau? Das Zielindrig, dass wir dort gehen, für Solidarität kommt. Ganz genau, ganz kurz, das ist etwa 10 Minuten, 20 Minuten so. Und dann werden wir gerade schon eigentlich weitergehen und dann richtig Zermatt.
und dann in Zermatt oben nochmal unsere Solidarität kundtun, weil wir doch nicht einverstanden sind mit dem, was da alles läuft. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Also, ich tue jetzt rasch die Ausweise alle da vorne deponieren. Die kommen dann nachher dann wieder über. Jawohl, jetzt muss ich da rasch schauen. Liebe Freunde, wir dürfen weiterfahren. Merci, Regi. Gern. Also, Nicole, nochmal zur Information, falls ihr das nicht gehört habt. Ich bin noch live. Genau. Jawohl, wunderbar. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, er hat sich jetzt verabschiedet, hat sich bedankt für die Kooperation und hat gesagt, wir sehen euch später. Also, sie wissen, was Sache ist. Also, von dort her, jawohl, können wir jetzt denen auch nachfahren. Danke schön, alle miteinander. Und sie fahren auch wieder ab, mit dem ist bewiesen, dass sie auf uns warten. Genau, also, ich glaube, das, was ich jetzt vorher als mutmassig rausgelassen habe, dass sie uns schon empfangen haben, ist eigentlich somit bestätigt. Das ist tatsächlich so, dass, das, dass sie uns jetzt hier abgefangen haben. Sie werden jetzt auch die Kontrolle da vorne aufheben und werden sich nachher dann verschieben. Aber also sie wissen auch schon, dass wir nachher dann ins Gefängnis gehen. Darum habe ich jetzt auch da gefunden, ich denke jetzt da nicht irgendwie noch ein Theater machen und da verheimlichen, was wir machen, weil ich gewusst habe, dass sie es wissen. Also, das sind so die Informationen, die wir jetzt ganz sicher mal gesichert können weitergeben können. Ich denke mir mal, was alles zusammen dann noch wird kommen, werden wir noch sehen. Aber Kriege, Zermatt wäre das notwendig gewesen. Entschuldigung? Zermatt, hättest du es sagen oder nicht? Ja, klar, die wissen das. Die wissen das schon 100%. Ja, aber er hat mich angesprochen darauf. Er hat noch gesagt, gehen Sie nachher auf Zermatt. Also das ist klar. Her, ja. Ist es klar gewesen. Wieso? Okay, liebe Freunde, genau. Wie gesagt, wir fahren jetzt nach Brig zum Gefängnis, dort, wo die Familie auf dem Platten verhört wird, wo die Anhörungen stattfinden. Und genau, das bedeutet natürlich nicht, das kann sein, dass sie jetzt dort nicht sind, aber wichtig ist. Wichtig ist, dass wir da unsere Solidarität bekunden und wir werden uns dann nochmal melden. Ja, Zermatt wird auch noch, ich werde noch einen Flyer teilen, noch in der Telegram-Gruppe. Ich habe heute gar nicht vorgehabt, ein Live zu machen. Sabine hatte technische Probleme. Ich bin heute eigentlich für Bilder zuständig, aber jetzt ging alles so schnell. Wir haben es nicht gedacht, dass wir jetzt aufgehalten werden. Ich bitte euch, weil ich habe jetzt meinen Livestream nicht angemeldet. Ihr könnt es teilen, wenn ihr es möchtet. Ich habe jetzt dazu jetzt gerade keine Gelegenheit. Und genau, dann bis später. Wir schalten uns dann nochmal zu. Also, Tatort, Zermatt, Familie auf dem Platten. Wo kann man sich? Seeberg.